Was geht ab, Leute? Nerd Alert Games und willkommen zurück zu Sly Cooper Jagd durch die Zeit. Sly kann sich jetzt erstmal wirklich eine Auszeit gönnen. Und Murray wecken wir direkt auf den Starten durch. Denn wir haben dieses ultra schräge Geisha-Outfit mittlerweile, wo der auch letztes Mal ziemlich abgegangen ist. Oh, nicht so ein schöner Anblick. Aber den Schweinen hat's gefallen. Ich würde ehrlich gesagt aus den Schweinen Schweineschnitzel machen. Oh yeah. Na, dann wollen wir mal. Murray ist eher langsam. Ich denke nicht, dass er großartig schleichen kann. Der kann auch garantiert nicht hier drauf springen oder so ein Mist. Aber da müssen wir eh nicht lang. So, Murray, was haben wir mit dir zu tun? Wir müssen auf jeden Fall dieses Outfit einsetzen. So viel ist sicher. Gucken, wie der sich schleichen kann. Nämlich gar nicht. Ich denke, die müssen wir einfach nur verprügeln. Ja. Wo genau muss ich hin? Da oben? Hier unten? Fuck it, ich laufe einfach drauf los. Immer wieder daran denken, ein paar Münzen einzusammeln, denn die Upgrades werden langsam teuer. Da haben wir auf jeden Fall schon mal den Auftrag. Eieiei. Die lassen mich nicht wirklich darauf zulaufen gerade. Dazu sage ich nur, Goddammit! Weiß nicht, wenn wir... Eigentlich kann man Murray doch gar nicht fangen. So ein fettes Hippo-Viech. Ich finde das lustig, wie der einen Gürtel für sein T-Shirt braucht. Und keine Hose. Obwohl, das sieht so geknubbelt da unten aus, man könnte meinen, das ist eine Hose. Wieso kommt der Affe jetzt zurück? Oder Schwein. Meine Fresse, ich weiß nicht, ob ich mich entdecken lassen darf hier irgendwie so, aber das ist so riskant. Komm schon, dreh dich um. Doppelsprung hat er auch. Holy shit. Oh, ist das fies, dass er so einen weiten Weg geht. Er kommt jetzt auch noch hier zurück, oder was? Air Attack! Oh, oh shit, oh shit, was zum... What the hell, ich hang da richtig fest, aber wir können die auch. Ich sag ja, wie will man Murray gefangen nehmen? Geht gar nicht. Wenn müssen die den richtig heftig schocken. Jetzt bin ich mal gespannt. Es ist schon lange her, dass wir angeln waren, Bentley. Wie aufregend! Das ist kein Ausflug, Murray. Wir müssen Ryuichi helfen, wieder als Sushi-Koch Fuß zu fassen. Und was er dazu am meisten braucht, ist Fisch. Wir sind hier, weil diese Höhlen sein geheimer Ort sind, um den besten Fisch zu fangen. Aber wenn ich mir das Sicherheitsschloss genauer betrachte, scheint leider auch El Jefe hier gewesen zu sein. Kriegst du es auf, Kumpel? Machst du Witze? Es gibt kein System, das ich nicht knacken kann. Keine Angst, Murray. In ein paar Minuten wird geangelt. Yeah. Hoffentlich müssen wir da wieder mit so einem komischen Panzer durchfahren oder so. Oh, jetzt nochmal ballern. Wir werden ja immer kreativer. Hey, wie früher. Super Nintendo-Zeiten. Okay. Gradius Contra. Die Steuerung läuft schön glatt. Der rechte Stick müsste meine Binärpakete abfeuern. Check. Also ich würde viel lieber auf eine Taste schießen und nicht auf den Control-Stick. Finde ich irgendwie blöd. Dann schießen wir jetzt mal alles kaputt. Die kann ich einsammeln. Ich kann Ionenbits absorbieren, um aufzusteigen. Na klar, wenn ich Ionenpartikel kombiniere, kann ich meinen Angriff aufladen. Aber bei einem Schaden sinkt meine Valenzstufe. Oh, what the hell? Ah, ich habe abgegradet. Okay, ich dachte schon, ich habe irgendwas verloren, weil ich dieses Zeug gerührt habe. Ja, eine Logikbombe. Muss ich nehmen. Konfiguriere die R1-Taste zur Zündung von Logikbomben. Mensch, so viele Nanobots. Ich muss sie abschießen oder ihnen ausweichen. Wir schießen die ab. Klein, einäugigen Viecher. Piu, piu, piu. Genau so. Okay, der Rest dürfte mir nicht gefährlich werden. Diese Nanokanonen sind übel. Zu viele Treffer und das war's.
Oh, shit. Nach Möglichkeit sollten wir hier wirklich alles aufsammeln. Ah, ich bin da hängen geblieben. Oh mein Gott, okay. Ich habe alle meine Kräfte jetzt dadurch verloren. Wenigstens wären wir nicht so komisch zurückgesetzt wie beim letzten Mal. Cool, cool, cool. Ich denke, hier kriegen wir noch so eine lustige Bombe. Yep. So weit, so gut. Aber ich muss weiter und dabei schießen, um die Systemabwehr zu umgehen. Das kriegen wir schon gebacken. Erstmal gehe ich hier durch. Dann hier runter. Ah, ich übersetze da hinten verpasst, so ein Mist. Aber der streut schon ordentlich in alle Richtungen. So gefällt mir das doch. Wie steht dieses umkreisende Ding da? Das hatten wir in Contra auch. Nicht Contra. Das erzähle ich dann. Gradius und A-Type hieß das Spiel, nicht Contra. Jetzt kam ich durcheinander. Wow, der Prozessor ist übertaktet. Ich muss ihn ausschalten, bevor er neu startet. Kein Problem, ich geh mal hier vorne hin und mach mal den hier. Oh shit, das macht aber ganz schön Schaden, wow. Au, shit, ich muss hinterbleiben. Ich kann mir noch kurz eine Stufe aufsteigen. Ist nicht gerade der schnellste Prozessor, was? Nee, aber der nervigste. Wieso wurde ich denn jetzt getroffen? Wie lame. Okay. Viech-geohnt, Hack abgeschlossen. Ja, das hat mich ordentlich an A-Type erinnert. Da hatten wir nämlich auch so ein Ding, das hat dann umkreist. Oder war das in Gradius? Ich bin mir nicht ganz sicher. Schon ziemlich lange her. Wirklich extrem lange. Sashimi-Hüllen. Na, ob es das Zeug hier gibt, bezweifle ich mal ganz stark. Okay. Da mal rein. Okay, Murray. Wir müssen das geheime Angelloch finden. Gehen wir zu dem Tor da vorne. Kriegst du das auf? Komm an Bord, Mann! Frischer Fisch kommt sofort! Natürlich. Sollen wir jetzt die Zutaten beschaffen, oder was? Wo zum Teufel ist dieses komische Auto? Wahrscheinlich brauchen wir das gar nicht mehr. Aha. Warte, Murray. Diese Riesenleuchtkäfer versetzen dir einen Schlag. Zum Glück ist diese Pflanze da, ein Riesenleuchtblatt. Wenn man sie schlägt, leuchtet sie und lockt die Käfer an. Schlag drauf, damit diese Viecher verschwinden. Wahnsinn! Du weißt ja, wie gerne ich zuschlage. Oh ja. So, und jetzt kommen wir mit Doppelsprung hier rüber. Sollte cool sein. Okay, dämliche Falle. Wunderbar. Nächstes Tor. Spring vorsichtig auf den Seerosen, Murray. Bei dieser Sache könnte deine Muskelmasse ein Problem darstellen. Muskelmasse, right. Garantiert Muskelmasse. Okay. Hier sind Viecher, da sind Viecher, aber... Ich kann die jetzt gerade hier nicht so lustig weglocken. Okay, wenigstens eine Münze. Komme ich da weiter? Oh, der ist säufte. Ich habe gedacht, das ist eine Plattform. Ich glaube, die versetzen mir einfach so einen Schock. Wie kann ich das Ding da hinten aktivieren? Na, so nicht. Oh, ich werde direkt geschockt und falle ins Wasser. Shit, kann ich nicht Bentley irgendwie kontrollieren? Ich glaube nicht. Oder habe ich irgendwas verpasst, was ich noch einsammeln sollte oder so? Gerätegitter.
Handschuhschlag. Mehr haben wir dann nicht. Okay. Fuck, ich sehe da jetzt aber auch ehrlich gesagt kein Durchkommen. Ist ja super. Im Wasser verreck ich, bei den Viechern verreck ich. Muss da hinten an dieses Teil kommen. Ah, doch noch geschockt. Und nochmal geschockt. Ich hätte es eigentlich schaffen können. Naja auch. Ist hier denn keine Seerose oder so? Nö. Zurück können wir auf jeden Fall auch nochmal. Das ist schon merkwürdig. Naja, hier drauf zu schlagen bringt sowieso nichts. Das ist sau komisch. Sehen wir uns nochmal genauer um. Hätte ich Bentley, dann hätte ich eine Granate da hingeworfen. Aber Murray kann ja irgendwie nichts. Außer schlagen. Wow! Holy shit, was wäre hier reingefallen? Vielleicht komme ich da irgendwie rüber, ohne geschockt zu werden. Oder komme ich da so mit einem Doppelsprung irgendwie dran? Ah, dieses dämliche Mistviech. Das ist doch dämlich. Reicht nicht. Fuck, wie komme ich da hin? Was haben wir hier? Ist denn hier nicht so eine Pflanze noch irgendwo? Das ist ja echt lame. Ne, voll daneben gesprungen. Unverreckt. Das finde ich mal... Oh, shit. Extrem merkwürdig. Okay, Logo, die gehen alle dahin, wenn ich draufschlage. Keine Ahnung, wie ich da rüberkomme. Shit. Vielleicht sind da irgendwelche Plattformen, die ich komplett übersehe. Es läuft der. Ich fliege mit jedem Schlag ein bisschen mehr weiter. Furchtbar dumm. Wahnsinn, ich habe keinen blassen Schimmer. Das ist sogar so ein Teil hängen, aber bringt nichts. Ich könnte versuchen, es so zu schaffen. Das ist aber sehr, 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 sehr schwer. Und ich werde hundertprozentig was berühren. Kann ich den... Ah, Moment. Ich kann doch garantiert irgendwas aufheben, oder? Bin ich auch noch von dem gezappt. Ja, geht doch. Habe ich ganz vergessen, dass der das kann. Zack. So kommen wir weiter. Schnell jetzt! Die Fische beißen gerade sehr gut. Na, das Ding brauchen wir nicht mehr. Ab aufs Netz. Boah, ist das dunkel. Ehrlich gesagt habe ich überhaupt keinen blassen Schimmer, was wir hier machen sollen. Oh shit! Mal sehen! Ohne richtige Angel brauche ich diesen alten Magneten aus Murrays Spielzeugroboter. Ich habe ihn auf das bioelektrische Feld der Fische kalibriert. Okay. So, dass er sie anlocken müsste. Wie ein Fischmagnet. Tierische Anziehungskraft sozusagen. Ich muss einfach so neigen, um ihn zu bewegen. Jawohl, wir ziehen uns die Dinger raus. Das war nur zur Übung. Holy shit, also noch 8. Ein Fisch. Ein köstliches Punktschlangenmaul. Wir werden sogar richtig schön geslowt. Keine Sorge, ich habe ihre Schwimmmuster. Alles klar. Ich hoffe, das Spiel wollte mir jetzt nicht gerade sagen, dass wir die Fische nicht töten. Prächtiger, großer. Wir werden die hundertprozentig zu Sushi verarbeiten. Hab dich. Ja, ein prächtiger.